Und kriegt, ist das auch hier unterschiedlich hier mit dem Ab, wie man was abgezogen kriegt? Nee, ne? Ich glaube eigentlich, dass das hier nicht der Fall ist. Wo wollt's denn jetzt hin? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ja, du musst die Stecker einsetzen. Ja, aber ich habe nur einen. Ich brauche einen Speicherraum, wo ich mir eine Truhe. Ja, der ist ganz in der Nähe dort bei dem Raum, wo du hin musst. So. So, da kam ich aber raus und da konnte ich auch nicht weitergehen. Ja, aber da ist ja noch eine andere Tür, die jetzt zum Mannloch führt. Ja, die kleine, ne? Hier. Ja. Und da musst du auch lang. Zum Mann. Ja, lieber Manhole als Man on a Hole, ne? Ja. Or another man in a hole. So, ich werde mir das jetzt mal, da ich gelernt habe, wegen wo man lang geht, öfter mal Licker sind auf einmal. Wasser wahrscheinlich nicht. Könnten ja auch an der Decke langlaufen. Ja, theoretisch schon, aber. Beim Wasser würdest du sie noch schwerer sehen. Ja, weil sie so flach sind. Flachwichser. So, und hier war der Storage Room, genau den wollte ich haben. Alter, ich habe mich gerade gewundert, ne? Also siehst du, das hätten wir auch noch mal zu Ende machen müssen. Wir haben noch mal damals, als wir dein Resident Evil 5 aufgenommen hatten, da hatten wir doch dann mal so aus Spaß, abseits der Kamera, hatten wir doch noch mal Dings hier gespielt, den Professor, also den Veteranen, ne? Den hatten wir beide aber nicht zu Ende gespielt. Den hätten wir auch noch mal machen können. Weil den habe ich jetzt Ja, gerade. das wollte ich gerade sagen, machst du ja jetzt, dann passt das ja. Alter, da habe ich, da war ich in dem in dem Raum, wo die ganzen Licker kommen, ne? Ich bin, habe mich so gewundert, dass ich da nicht gestorben bin. Also ich bin an Stellen, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele von den verfickten Quicktime-Deaths ich gestorben bin. Ich hatte das ja wirklich dann halt auch schon so lange nicht mehr gespielt. Ja. Alter, und dann mit dem Laufen, ne? Weißt du, wo du mit Cheva läufst und dann springen musst da. Oh, hör auf, ey. Hör auf. Mal gut, dass ich diese Sachen, wenn ich zu oft sterbe, an irgendeiner Stelle rausschneide, weil sonst wären die Videos ungefähr 20 Jahre lang eins. Ja, Genauso. das soll doch auch so sein, ey. Nicht immer alles rausschneiden. Da macht Ja. zumindest mal eine hinterher mal so eine Hab Todescompilation. ich schon bei der Stage, wo du auf mehrere von den Insekten, Instant Death Insekten da triffst, weil das habe ich auf Hard auch gar nicht hingekriegt, die zu töten. Und da habe ich dann einfach jedes Ding aneinander geschnitten. Bei jedem Mal, wo er in mir rumhackt oder in meinem Partner, habe ich alle hintereinander weggeschnitten. Ich glaube auch 7 Stück oder so. Bis ich dann gemerkt habe, ah, Herr Shepard, wie wär's, wenn man sich mal irgendwas ausrüstet, wie vielleicht ein Säuregeschoss ausprobiert und dann auf die raufballert, anstatt nur mit der Pistole oder mit dem Maschinengewehr drauf zu Mit der schießen. Pistole. Ja, hab ich gemacht. Hat aber nicht geklappt. Ich fand also die beste Waffe finde ich gegen die ist ja meine Lieblingswaffe in dem Spiel da, die Hydra Shotgun. Ja, die habe ich mir nicht gekauft. Ich hatte Ja, den. die kriegst du ja auch erst ganz am Ende. Die Ja, und ich hatte das kannst du, ja. glaube ich, erst kaufen, wenn du alle anderen Shotguns voll aufgelevelt hast. Ja, genau. Nee, ich kann sie schon kaufen, auch im Dings, im Laden. Ich habe das ja schon gehabt. Ich habe das alles wieder verkauft aus meinem Inventar, weil ich halt mit den von vorne auf hart durchspielen wollte mit den ungelevelten Waffen. Was jetzt dann, wenn man das so auf den Walkthrough betrachtet, nicht gerade das Sinnvollste war, weil es ist ganz schön schwer mit unaufgelevelten Waffen das Ja. durchzuspielen dann, aber man stirbt ja gerne, ne? Ja, wenn man so viel Zeit dafür hat. Ja. Wie ich. Voller Zeit. Weil, als ich das, also ich habe ja auf der PS3 die Platin-Trophäe in dem Spiel geholt. Und als wir das damals da professionell zu zweit durchgespielt haben, ey, wir haben ewig lange dafür gebraucht, diese scheiß verfickte Stelle da mit diesem El Gigante da bei dem Jeep. Oh ja. Da haben wir Ah. ewig für gebraucht. Wir hatten am Ende, glaube ich, irgendwie 29 Tode oder so, bis wir das endlich geschafft Ja, haben. das war bei uns beiden aber auch genauso, ne? Ja. Wir haben das da, oh, da bin ich auch aggressiv schon geworden. Also wenn die irgend, also ich finde alle Levels, ich liebe alle Levels im Spiel, ich will alles an dem Spiel, aber dieses eine Level, ne?
könnte ich die Entwickler für erschießen. Kopfschuss. Ah, jetzt habe ich mir die scheiß Speicherspule nicht geholt. Oh. Da hast du so viel Inventarplatz. Ja. Durch die ganzen Steckers. Ach so, Mensch, Alter, ich guck gerade, man muss nur ins Bett. Man muss nur ins Bett. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie abhalte oder was. Ja, ein paar Minuten geht noch. Okay. Und du weißt ja, ne, wenn du mal irgendwas hast, was aufnehmen willst oder sowas und einen Gast brauchst, du kannst mich dafür auch immer gerne nerven. Ja, mal schauen, im Moment habe ich eigentlich ziemlich viel noch auf dem Rechner drauf, was gerendert werden muss. Und bist gut beschäftigt. Ja. So. Ich muss jetzt nochmal. War das hier jetzt? War in der Nähe auch, ne? Ja, du stehst davor. Achso, gut. Das werde ich mir sowieso, bis wir das Spiel durchhaben, nicht merken können. Also die. Wo welche Räume sind. Ich bin mit sowas unglaublich schlecht. Ja. Nein. Und ich schalte nur die Magnum aus. Scheiße. Ich hab ja gespannt. Alter, wer ist er denn? Ist das nett von einem frisch geschlüpftes Mongo-Kind? Ja. Genau so sehen die aus. Also das ist eigentlich sowas, was ich mit dem Wort Mongo verbinde. Oh, Alter, der hängt mir am Sack! Hier runter, muss ich die abschütteln? Nee, ne? Ah, der hängt mir immer noch am Sack. Oh. You died. You and your friends are dead. Game over. And your family. Ja, dann lade ich doch mal. Und schalte mir diese Plugs erst ein, nachdem ich bei dem Monster war. Ja, mit Plugs soll man nicht vor die Tür gehen, ne? Bitte? Mit Plugs sollte man nicht vor die Tür gehen, ja. Ne? Und ich werde mich aufladen. Und ich werde mir die Magnum einschießen. Einschießen vor allen Dingen. Oder ich werde mir das Maschinengewehr nehmen. Du wirst hier einen mit der Magnum reinschießen. Die Magnum, die ballert bestimmt gut, ne? Ja. Kann man von ausgehen. Sollte man meinen, dass sie was kann. Oh. So. Jetzt kommen wir mal her, du Spasti. So, da nehmen wir auch die Magnum hin. Kann ich mich zweimal aufladen. Lade mich aber lieber zur Not dreimal auf oder so. Ja, bis unter die Zehennägel. Ist da jetzt so ungefähr so die Szene dabei bei Phantomkommando, oder, ne? Wenn er seine ganzen Waffen durchlädt. Lädt 1000 Waffen durch und was macht er denn den letzten Kampf da gegen diesen Pornobalken-Typen? Der kämpft da mit dem Messer. ich bin jetzt auch ein richtiger Action-Jackson hier. Ja, kann ich das wegdrücken bitte? Nein. Nee. Das ist das Einzige, was ich an Resident Evil 4 hatte. Diese eine Szene gegen den verfickten Krauser, wo du nichts gegen machen kannst. Nichts. Den hier, Penner. Einfach mal draufhalten. Was? Einfach mal draufhalten. Ja. Ne? Solltest dich mal heilen. Ja, da bin ich jetzt auch gerade für.
Das war nicht gerade ausreichend, aber egal. Es war auch nur ein grünes Kraut da drin. Hättest du Ja, besser ein First Aid stimmt, Spray nennen. du musst hier immer zwei grün und dann blaues oder sowas machen, ne? Oder wie? Ich habe das gar nicht so richtig, noch gar nicht so richtig durchdacht irgendwie. Nee, du kannst auch drei grüne nehmen. Dann hast du, das ist wie eine volle Heilung. Genau. Und einmal grün und rot auch? Ja. Genau. Und das andere grün und blau wäre quasi dann, was ich jetzt, das hatte ich Das glaube ich ist gerade, ne? eine kleine Heilung und halt Vergiftung. Ja. Muss ich die Viecher jetzt irgendwie abschütteln mit irgendeinem Knopf oder kann ich da einfach rumballern oder? Ist der schon erledigt? Der sieht platt aus. Ja, dann. Dann kannst du, dann kann gewinnen. Geh einmal aus der Tür raus und wieder rein. Dann sind die weg. So. Ja, der vergilbt da schon in dieser grünen Rotze. Ja, ich würde sagen, den habe ich ordentlich weggeballert, ne? Ja. Mit dem Maschinengewehr. Frr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 r
Und hätte ich jetzt noch was anschalten müssen? Da war eine Tür direkt neben, Die ich nicht wo du gesehen habe. durchgehen kannst. Okay. Siehst du, und das ist ein guter Moment, wo ich jetzt weiß, dass es da weitergeht. Die Tür habe ich noch nicht mal gesehen. Wo man nächstes Mal wieder ansetzen kann. So dass der kleine Schein nach seiner sehr netten, erfüllten Aufgabe für heute auch seinen genug Schlaf findet. Seinen Prinzessinnen-Schlaf sozusagen. Die Genugtuung. Nein, ich ziehe Memory Card nicht raus, keine Sorge. Deiner virtuellen könnte das schwer werden. Ja. Obwohl, kannst du ja mal machen, während er da speichert, ins Menü reingehen und dann links da die Karte da aus dem Menü rausnehmen. Und dann komplett Absturz. Ja. Ja, gut. Liebe Freunde, ich hoffe, ich kann mir das nächste Mal merken, dass da jetzt gerade eine Tür war, durch die ich dann durch kann, die ich noch nicht gesehen habe, aber gleich erblicken werde. Nächstes Mal erblicken werde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe mich gefreut, dass mein lieber Freund Schein auch mal wieder mit dabei war, denn ich bin so nicht so gerne alleine. Ja, ich hoffe, das Resident Evil zugucken macht ein bisschen Spaß. Über die Kommentare, egal ob sie dumm sind oder nicht, freue ich mich natürlich. Bei dummen gibt es auch dumme zurück. Und das letzte Wort überlasse ich meinem Mitstreiter. Jo, Mann, ich sage mal einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal und macht immer das weiter, was ihr sonst auch macht.